Da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil von Bonus, Discount und Co., dem EUWAX-Forum der Experten. Und bei mir im Studio weiterhin Metin Şimşek und Anuş Wilhelms. Und wir wollen sprechen über Depotabsicherung. Erstmal natürlich aber wichtig die Frage, ist es denn überhaupt nötig, mein Depot abzusichern? Also wenn ich jetzt mal schaue, Jahresbeginn, eigentlich sind wir relativ gut gestartet in das Aktienjahr 2012, wenn man so sagen darf. Aber die Frage natürlich, viele dunkle Wolken am Horizont, das böse R-Wort, die Rezession, die treibt sich wieder im Raum rum. Also was glauben Sie, Herr Şimşek, wie sind Ihre Erwartungen für 2012? Was werden wir hier erleben? Naja, also die Staatsverschuldung, die ist natürlich ist und bleibt das Stichwort. Und es ist ja eigentlich, wenn man sich die Berichterstattung gerade anschaut, nur noch eine Frage der Zeit, bis Griechenland wirklich auch de facto und offiziell auch wirklich als gesamter Staat sozusagen zahlungsunfähig ist. Und da ist natürlich die Frage, wie geht es danach weiter? Die Frage ist, wie viel davon ist eingepreist in den aktuellen Kursen und wie wird es danach weitergehen und was wird danach konkret passieren? Ja, es gibt ja von Kosolani das Stichwort Fait accompli, also wirklich eine vollendete Tatsache. Wenn das dann wirklich eingetreten ist, was passiert danach, zum Beispiel mit den anderen Wackelkandidaten, Italien, Spanien, Portugal und so weiter. Das ist und bleibt natürlich die Frage. Aber ansonsten, wie Sie gesagt haben, haben wir doch recht positiv gestartet. Wenn wir uns die ersten paar Handelswochen anschauen, ist im neuen Jahr. Es ist schwierig zu sagen, wo die Tendenz hingeht. Also es bleibt auf jeden Fall, man muss abwarten und einfach sehen, was passiert. Herr Wilhelms, also im Grunde kann man sagen, gut gestartet, gutes Omen dann eben für das Jahr 2012. Das, was Herr Şimşek gerade gesagt hat, hört sich für meine Verhältnisse dann doch eher schwierig an, wo ich sagen muss, da muss man einmal schlucken und sagen, da fragt man sich natürlich dann, das hört sich nach keiner guten Aktienstimmung an eigentlich. Ja, also wenn wir es auch nochmal mit dem letzten Jahr vergleichen. Letztes Jahr zur gleichen Zeit waren ja alle extrem positiv. Die Automobilbauer, besonders in Deutschland, zeichneten sich aus durch eine hervorragende Auftragslage. Und alle haben eigentlich nur darauf gewartet, dass der DAX das neues Allzeithoch markiert. Jetzt, ein Jahr später, wissen wir, das hat er nicht gemacht, 15% im Minus auf Jahressicht. Und die Analysten sind entsprechend natürlich auch vorsichtig für dieses Jahr. Spielt natürlich auch mal ein bisschen die Psychologie mit eine Rolle. Unsere Analysten von der Commerzbank gehen erstmal davon aus, dass wenn keine starke Rezession kommt, wir tatsächlich im DAX auch noch auf 6.400 Punkte irgendwo in diesem Rahmen uns einpendeln werden übers Jahr. Das sah Anfang des Jahres noch recht positiv aus. Das wären 8% gewesen. Mittlerweile, der DAX ist ja schon ordentlich marschiert, ist das fast ein Stillstand vom heutigen Blickwinkel aus. Und da sieht man auch diese verhaltene Zurückhaltung. Das ist die ganz große Frage, was passiert jetzt? Ist nicht schon wieder eventuell zu viel eingepreist? Das wird und kann nur die Zeit zeigen. Und da muss man abwarten. Aber Analysten sehen erstmal tendenziell vorsichtiger, verhaltener Optimismus für dieses Jahr. Sie sagen, keine starke Rezession heißt, dass es also schon auf jeden Fall eine geben wird. Also eigentlich sieht unser Analyst es nicht so, insbesondere in den USA. Der ISM-Index hat sich erfreulich gezeigt und das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass eben nicht das Szenario eintritt, was man erwartet, nämlich dass die Konjunktur weltweit stark einbricht, was uns dann auch in Mitleidenschaft ziehen würde, sondern eigentlich ein Indikator dafür, dass die USA eben nicht als einer der Weltmotoren in die Rezession fallen und das würde natürlich weltweit auch für positive Signale sorgen. Also von daher, man ist sich zurzeit uneins, muss abwarten, ist nicht ganz klar die Lage. Also es bleibt weiter ungewiss, kann man sagen. Das ist schon mal ein super Fazit. Aber wenn ich jetzt Pessimist bin und sage, also ich möchte mein Depot lieber absichern, meine Depotposition, die ich gerade habe, ist natürlich die Frage, ich gucke mir mein Depot an, was sind es für Positionen, die ich absichern muss oder auch kann? Und na, bei welcher Größe fange ich da eigentlich an? Wenn ich ein Depot habe, was jetzt 5.000 € beinhaltet, ist es da schon wichtig abzusichern oder erst ab einem Depot, ab sage ich mal 20.000, Herr Şimşek? Ja klar, die Frage der Verhältnismäßigkeit ist natürlich genauso wie in der Versicherungsbranche, beziehungsweise wenn man sich privat gegen irgendwelche Schäden versichert. Ja. Es ist aber klassischerweise so, dass man zum Beispiel Aktien grundsätzlich absichert oder absichern sollte. Man könnte aber viel allgemeiner sagen, wenn ich ja etwas im Depot habe, dann habe ich ja die Erwartungshaltung, dass es sich natürlich erfreulich entwickelt, sonst hätte es ja nicht im Depot. Bis zu welchem Verlust
bewusst bin ich sozusagen, kann ich das tolerieren? Ja, und es gibt Anleger, die sagen, 5% ist schon eine Katastrophe. Dann gibt es Anleger, die sagen, gut, 25% Verlust ist zwar jetzt nicht so schön, aber auch kein Riesendrama. Es hängt natürlich auch mal so ein bisschen vom individuellen Risikoprofil ab. Aber klassischerweise, wie gesagt, Aktienpositionen sichert man ab, Währungen sichert man ab und andere Assetklassen, okay, Rohstoffe und so weiter. Natürlich kann man theoretisch mal alles absichern, aber wie Sie schon gesagt haben, die Verhältnismäßigkeit ist natürlich wichtig. Die muss gegeben sein. Darauf muss man sich einschießen. Zertifikate, da sprechen wir hier immer drüber. Ist es überhaupt notwendig, Zertifikate abzusichern? Die haben ja in sich dann schon eben eine Absicherung. Also da reicht es dann, wie das der Herr Bergmann in seinem Musterdepot getan hat, mit Stoppkursen zu arbeiten? Also ein schönes Beispiel hier ist vielleicht ein Bonuszertifikat, was zwar keine Kapitalgarantie zum Ende der Laufzeit erhält, sondern die Alternative zur Aktie ist, aber eine Teilabsicherung in sich schon birgt. Und das ist eigentlich ein ideales Instrument, um in diesem Markt zu agieren, wenn man wirklich nicht weiß, wo geht's hin nächstes Jahr? Ich kann dann ein Bonuszertifikat kaufen mit 6 Monaten Laufzeit und bin halt sicher erstmal, dass wenn der Markt nicht jetzt ganz extrem einbricht, 30-40% und mehr, dass ich dann eine gewisse Seitwärtsrendite erziele. Also im Prinzip, dieses Zertifikat hat dann an sich schon eine gewisse Sicherung mit drin. Ist jetzt kein klassisches Absicherungsinstrument wie beispielsweise einen Optionsschein. Aber ich habe eine gewisse Teilabsicherung und kann da hervorragend meine Risikoangst, die ich jetzt aktuell habe, in diesem Zertifikat abbilden und so am Markt agieren, dass letztendlich ich auch noch mit einem positiven Fazit, weil das ist ja das Wichtigste am Ende, sage, 2012 war vielleicht fürs Aktienjahr nicht unbedingt positiv, aber ich bin unterm Schnitt mit meiner Investition positiv rausgegangen. Beim Discounter kann man es ja auch sagen, ich steige ja sozusagen niedriger ein und habe damit ja dementsprechend auch schon eine gewisse Form der Absicherung, denn der Markt kann weiter fallen, weil ich eben niedriger eingestiegen bin. Also auch da ist vielleicht eine Form der Absicherung nicht unbedingt notwendig. Muss man allerdings, wenn ich da einhaken kann, gerade aufpassen, weil wenn man sich beispielsweise beim Discounter ist wichtig, die Volatilität, die geht gerade aktuell seit eigentlich Monaten sukzessive zurück. Und wenn sie bei ungefähr 20, knapp unter 20, sagt man, es ist ein ruhiger Markt, wir sind aktuell bei 24. Das heißt, bewegen uns schon auf einem niedrigen Niveau. Das heißt, da muss man teilweise jetzt vielleicht auch schnell reagieren. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Also da immer sowieso sich genau informieren und gucken. Aber wie gesagt, man hat da auf jeden Fall diese in Anführungsstrichen Teilabsicherung vielleicht auch schon. Trotzdem, wenn ich jetzt also sage, eine Aktienposition wichtig und ich muss mir mein eigenes Risikoprofil erstellen und gucken, was oder wann will ich absichern. Womit sichere ich denn eigentlich ab? Also ganz klassisch wieder wäre natürlich das Beispiel mit einem Standard-Put. Machen wir ganz einfach. Genau, mit einem Standard-Put-Optionsschein. Das gibt mir das Recht, eine Aktie sozusagen zum Basispreis zu verkaufen. Wenn wir jetzt mal wirklich ein stark vereinfachtes Beispiel nehmen. Die Aktie steht aktuell bei 100 Euro und ich möchte sozusagen den aktuellen Stand absichern, ja, beziehungsweise die Position gegen Verluste oder gegen das Risiko möchte ich neutralisieren, das Kursrisiko wohlgemerkt, ja. Dann kann ich sagen, okay, dann kaufe ich halt einen Put. Also relativ unspektakulär, da muss ich natürlich nur schauen, wenn ich zum Beispiel 100 Stück von dieser Aktie habe und wenn der Optionsschein selbst 1:1 Bezugsmenge hat, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, um wirklich die ganze Position abzusichern, muss ich mal auf die Bezugsmenge schauen. So kann ich umrechnen, da wären es also bei 1:1 wären es exakt 100 Scheine und in den letzten paar Jahren haben wir natürlich auf der Hebelprodukte-Seite haben wir die sogenannten Turbos, also die Knockout-Produkte und die kann man durchaus auch, also die Turbo-Puts beispielsweise, die kann man auch zur Absicherung nehmen. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich bei dem Standard-Put, da kann ich ja das Ganze sozusagen stichtagbezogen machen. Ich sage, in einem Jahr werde ich schauen, was die Aktie gemacht hat und weiß ja jetzt schon, wo der Basispreis und so weiter ist. Und bei dem Turbo ist das ja ein Delta-1-Produkt, das heißt also, das Ganze ist sozusagen immer dynamisch abgesichert. Sobald also die Aktie von mir aus einen Cent runtergeht, dann weiß ich ja ungefähr, dass eben das sozusagen neutralisiert wird von dem Turbo. Das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied. Aber Vorsicht natürlich bei den Turbos. Wenn die Barriere berührt wird, dann ist die Versicherung sozusagen, ja, dann ist die Versicherung natürlich sofort wertlos. Das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied zwischen den beiden. Die Frage ist natürlich immer, lohnt es sich dann für mich? Was kostet mich diese Absicherung? Also ist das überhaupt, oder wann soll ich dann sagen, okay, hier muss ich jetzt tatsächlich eine Absicherung machen, die kostet mich dann so und so viel, sonst frisst das ja meine ganze Rendite vielleicht dann auf. Das kann ja dann auch passieren. Also man mag es wahrscheinlich annehmen, immer dann, wenn die Unsicherheit groß ist, kosten diese Versicherungen auch extrem viel Geld. Man spricht im Finanzbereich davon, dass die Volatilität hoch ist, das heißt also die Risiko,
Die Risikoangst ist sehr groß im Markt. Dann sind solche Versicherungen extrem teuer. Und da muss man echt aufpassen, da muss man sich vorher wirklich informieren. Am besten noch mit seinem Anlageberater oder mit einem Experten sprechen. Die Emittenten haben ja auch entsprechend Hotlines geschaltet, wo Experten da sind, die einem das erklären können. Weil da kann es ganz gefährlich sein. Da kann ich zwar eine Absicherung kaufen, die bezahle ich dann aber sehr, sehr, sehr teuer. Das heißt, bei Optionsscheinen zum Beispiel der Fall, richtig. Hohe Volatilität heißt, es kostet mich auch viel dann. Genau, und das wäre natürlich das Szenario, was man einem Anleger ersparen möchte. Jetzt aktuell die Versicherungen kosten, also die Optionsscheine kosten jetzt schon wieder deutlich weniger. Das heißt, es kann zurzeit sinnvoll sein und attraktiv sein, sich eine Absicherung ins Depot zu holen. Allerdings muss man genau überlegen, wie viel man absichern möchte. Also man kann zum einen sagen, ich will keinen Kursverlust haben, könnte man entweder die Position verkaufen oder eben genau Optionsscheine so kaufen, dass man dagegen geschützt ist. Oder man sagt, okay, 20% Verlust traue ich mir dieses Jahr zu, dann kaufe ich Optionsscheine mit einer Laufzeit von einem Jahr und eben genau 20% darunter. Die werden natürlich immer günstiger, umso mehr Verlust ich mir zugestehe. Mhm. Und da muss ich einfach überlegen, was so meine Grundposition ist. Und die Frage natürlich aber dann, wenn ich die Position aufgebaut habe, wie Sie gerade sagen, momentan günstig, wann sollte ich denn gucken, wann sollte ich sie denn auflösen, Herr Schimschek? Naja, irgendwann ist natürlich vielleicht die Marktsituation nicht mehr ganz aktuell, wie zu dem Zeitpunkt, als ich diese Position aufgebaut habe. Wenn wir jetzt mal zu dem Beispiel zurückgehen, mit den 100 Euro, die ich ja mit einem Put, mit einem Standard-Put, mit einem Basispreis von 100 Euro abgesichert habe, wenn die Aktie jetzt davonrennt und die Aktie ist von mir aus übertrieben von bei 250 Euro oder sowas, dann sollte ich mir natürlich mal langsam überlegen, ist das noch überhaupt ein aktuelles Absicherungsniveau? Vielleicht sollte ich diese Position auflösen, was zwar natürlich, der Put ist zwar jetzt weniger wert, aber dafür ist ja natürlich meine eigentliche Position. Die Aktienposition, die ist ja natürlich gestiegen, die hat an Wert gewonnen, das ist natürlich erfreulich. Dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, dann verkaufe ich mal diesen Put und kaufe vielleicht irgendetwas, was aktuell näher am Markt ist. Also das kann man schon durchaus machen. Aber immer auf jeden Fall informieren, das war das Stichwort von Herrn Wilhelms natürlich auch, und gucken, lohnt es sich für mich, eine Absicherung zu machen? Also nicht alles immer absichern, ein gewisses Risiko hat man. Vielleicht ganz kurze Frage noch, welches Risiko gehe ich denn mit der Absicherung dann noch ein? Im Prinzip nur noch das Emittentenrisiko. Das heißt, dann bin ich natürlich auch davon abhängig, dass der mir eine Versicherung kauft, dann am Ende auch Geld zahlen kann. Genau. Und das heißt, das ist das letzte Restrisiko, was ich habe, wenn ich so eine Absicherung mir einkaufe. Da wären wir also wieder bei der Bonität, wo wir ja anfangs schon gestartet sind. Meine Herren, erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren. Also wir werden auch weiter informieren natürlich, wann vielleicht das sinnvoll ist, ein Einstiegszeitpunkt oder ein Ausstiegszeitpunkt. Ich sage erstmal danke, dass Sie da waren für Ihre Erklärung. Und liebe Zuschauer, schön, dass Sie da auch dabei waren bei Bonus, Discount und Co. dem Euwachs Forum der Experten. Ich hoffe, Sie zur nächsten Sendung auch begrüßen zu können. Unter www.drf.fm können Sie das Ganze nochmal schauen und natürlich auch Ihre Fragen und Anregungen schicken, tvzertifikate@drf.fm. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Erstmal tschüss.